Namaste, Namaste, willkommen am Mittwoch, den 11. Januar 2023 beim KIMI Report. Schön, dass ihr bei uns seid. Wir haben viele Klicks gehabt wegen dem Video. Was können Ärzte eigentlich noch? Ich möchte da nicht zurückkrebsen, in keiner Art und Weise. Aber doch manuellen Giganten ein bisschen ausklammern, also die zum Beispiel Neurochirurgen oder die Herzchirurgen, die teilweise Operationen machen, die 8, 9, 10 Stunden oder noch länger gehen und Unglaubliches verrichten, oder auch die Traumaorthopäden, die schwer verunfallte Menschen quasi wie ein Pössl zum Teil wieder zusammenflicken. Also da möchte ich doch sagen, das sind große Koryphäen, von denen ich wirklich nur den Hut nehmen kann. Ich habe natürlich vor allem das, was mit dem wir konfrontiert waren, mit dieser ganzen internistisch, gynäkologisch, was hausärztlichen, komischen Vertuschungs- und money-driven Pharma in Medizin gesprochen in diesem Video, also dass das einfach klargestellt ist, und ja, schön, dass das so viel Anklang gefunden hat, aber sonst stehe ich absolut zu dem, was ich gesagt habe, auch zum Werdegang, also zu diesem Untersuchungswerdegang unserer lieben Freundin. Dann möchte ich nochmals auf die letzte Ausgabe von Die Freien hinweisen. Es ist wirklich ein wunderbarer Druck, 80 Seiten, nicht ganz billig. Es wird auch in der Schweiz gedruckt, und es braucht es wirklich, damit dieses Heft und Priska mit diesem Heft überlebt, dringend Abonnenten. Ich kann das nur bewerben, ich kann nur gratis schreiben. Dieses Mal waren es etwa für die nächste Ausgabe über 10.000 Zeichen. Ihr könnt euch vorstellen, das braucht einige Stunden, und ich kann jeweils ein seitiges Inserat schalten. Also ich investiere selbst in jede Ausgabe einen guten vierstelligen Betrag in diesem Sinne, und es wäre wirklich schön, wenn diese Magazin oder diese Zeitschrift überleben würde. Es ist ja nicht so ein riesiger Betrag, dieses 6 Hefte-Abos, das einfach nur eine kleine Bitte für Unterstützung für die Freien von Priska Würgler und ihrem Redaktionsteam. Wie, glaube ich, gestern angekündigt, versuchen wir eine neue Kolumne. Ich werde versuchen, die jeweils am Mittwoch, wenn es der Stoff denn hergibt, zu bringen. Und zwar, die wird heißen: Verzeihen Sie, Frau oder Herr. Und ich werde Replik nehmen auf eine Aussagen oder auf Aussagen, auf Ereignisse oder, wie im heutigen Fall, auf eine geschriebene Kolumne. Heute geht es um Peter Bodenmann. Das ist dieser Gentleman da, viele kennen ihn noch, ehemaliger Parteipräsident der SP Schweiz, ich glaube auch, er war auch Nationalrat, im Wallis in Brieg zu Hause als Hotelier. Und er hat in der aktuellen, noch aktuellen Weltwoche 1 2023 eine Kolumne geschrieben, auf die ich eben Replik nehmen möchte. Und sie heißt: Verzeihen Sie, Herr Bodenmann, aber vorab von Herzen herzliche Gratulation zu Ihrer langjährigen Kolumne in der Weltwoche. Sie ist ein belebendes Element in einem rar gewordenen politischen und wissenschaftlichen Diskurs. Mein Respekt auch vor Roger Köppel, der Woche für Woche Ihre Kolumne veröffentlicht, obschon diese sein politisches und gesellschaftliches Weltbild nicht selten in dessen Kongruenz und mit seinen Werten disturbieren dürfte. Leider sind Journalisten seines Schlages eine vom Aussterben bedrohte Spezies. Die Biodiversität des Journalismus ist auf winzig kleine Biotope geschmolzen. Der Großteil erinnert eher an stinkende Abwässer und Kloaken, dispensiert von jeglichen Kläranlagen. Stichwort Biodiversität, und damit zu Ihrer Kolumne in der Weltwoche 1.23.
Sie heißt Montreal, die Biodiversität. Sie schreiben nicht zum ersten Mal gegen die Bauern, die doch auch Sie ernähren. Ich darf Sie daraus zitieren. Den Bauern in der Schweiz geht es gut. Zitat Ende. Ich selbst weiß das nicht so genau, aber gehe davon aus, dass Sie recht haben und deshalb sage ich Gott sei Dank. Sie erwähnen im Weiteren 5 Milliarden an staatlichen Subventionen für die Bauern und 4 Milliarden Konsumentenbeiträge, schreiben über die Importzölle für Zölle für landwirtschaftliche Produkte und fügen an, dass Zölle nichts anderes als Steuern sind. Aber ist es nicht gerade die SP, also Ihre Hauspartei, der Sie schon lange loyal und bewundernswert die Treue halten? Wo gibt es das noch? Chapeau, kann ich da nur sagen. Die doch Steuern über alles schon fast faschistoid liebt die SP. Oder gibt es jetzt gute, neutrale und böse Steuern? Ich darf weiter aus Ihrer Kolumne zitieren. Keine Partei in der Schweiz darf etwas gegen die Bauernlobby unternehmen, weil sich deren Vertreter gut im Bundeshaus eingenistet haben. Sie entscheiden, wenn man der Bundeshauspresse glauben darf, mehr denn je die Bundesratswahlen. Zitat Ende. Okay, Herr Bodenmann, verzeihen Sie, wenn ich nachfrage, wer aber ist die Bundeshauspresse? Die letzten knapp 3 Jahre haben es doch gezeigt. Die Ringier-Gruppe, oder muss man eher von einer Truppe sprechen, mit ihrem verherrlichten und über jeden Verdacht erhabenen Gesundheitsmessias und Bundespräsidenten Alain Berset, ein Parteigenosse von Ihnen. Also bitte. Aber weiter im Text. Sie, Herr Bodenmann, schreiben, Zitat, neu befinden sich 2 weitere Landeier im warmen Nest, Zitat Ende. Sie meinen wahrscheinlich Ihre Antifreunde Parmelin und Rösti. Kurze Rückfrage, sind Landeier schlechtere Menschen als Urban Cowboys? Sind Sie jetzt auch unter die Spalter gegangen, Herr Bodenmann? Von denen hatten wir in den letzten Jahren wirklich genug. Das schreibe ich Ihnen als glücklich Ungeimpfter und seit mehr als 30 Jahren selbstständiger Arzt, der innert Wochen auf die ausgegrenzte Seite der Gesellschaft katapultiert wurde. Ihrer Kolumne entnimmt man weiter, dass es zu viele Bauern in der Schweiz gäbe. Mag sein. Ich frage Sie nun als Hotelier. Gibt es auch nicht zu viele marode und unfreundliche Hotels und Beizen, die über Tourismus- und Corona-Gelder mitfinanziert wurden und werden? Es gäbe gemäß Ihrer linken Feder, Ihrer flinken Feder, das war ein Freudscher, es gäbe gemäß Ihrer flinken Feder auch zu viele Rinder und Schweine in der Schweiz, die das Grundwasser und die Bäche belasten und damit der Biodiversität in der Schweiz schaden würden. Als ehemaliger Bewohner Basels, auch schon im Zeitalter der die Umwelt noch schamlos versauenden Großchemie und damit Mitglied der Schweizer Halle Dioxin-Generation, kann ich Ihnen sagen, dass wir in der Schweiz schon ganz andere Wasserqualitäten hatten. Zum Titel der Kolumne aber, Montreal, die Biodiversität. In Montreal, das bekanntlich in Kanada liegt, ein Land, das sich gerade in koronaren Zeiten als üble Diktatur schwabischer Young Global Leaders hervorgetan hat. Hätte man beschlossen, wer denn genau, Herr Bodenmann, dass man 30% der Oberfläche schützen solle. Offenbar lieber die Oberfläche als die Grundrechte der Trucker und der Bürger schützen. Aber Oberfläche schützen? Durch was genau? Durch Nicht-Lebensmittelproduktion? Ist Ihnen bewusst, wie groß der Hunger global noch gegenwärtig ist? Könnte man bei Jean Ziegler nachlesen, nicht etwa bei Christoph Blocher. Ist Ihnen bekannt, was das für bäuerliche Existenzen bedeutet, jetzt schon in Frankreich, in den Niederlanden, in Deutschland, ja sogar in Sri Lanka? Die grassierende Problematik der Suizidalität in dieser Berufsgruppe. Im gleichen Atemzug loben Sie die grünen Deutschen, die gerade durch ihre Energiepolitik im Begriff sind, Deutschland zu deindustrialisieren. Nach der Deindustrialisierung bleiben aber nur 2 Möglichkeiten: die Auslöschung Deutschlands oder die konsekutive Transformation in einen Agrarstaat. Hatten wir nicht mal schon solche Pläne vor gut 70 Jahren? Aber Agrarstaat?
dann gäbe es doch wieder zu viele Bauern und zu viele landwirtschaftliche Maschinen, wie sie auch schreiben. Und zu wenig geschützte Fläche. So ein Mist aber auch. Wo ich Ihnen recht gebe, ist, dass etwas Fläche für Solares genutzt werden sollte und durfte. Aber das schafft nicht einmal die schwarze sozialistische südafrikanische Regierung mit ihrem gigantischen Stromproblem. Die hätten nämlich Wind und Sonne zum Versauen. Seit 18 Jahren habe ich dort in der Nähe des einzigen Atommeilers des ganzen afrikanischen Kontinents ein Pied-à-terre. In ein paar wenigen Tagen fliege ich wieder hin. Nicht per Segelflugzeug, nein, Kerosin angetrieben. Aber ich verspreche Ihnen, ich werde für diese meine Sünde beten und beichten und Cedric Wermuth, den europäischen aviatischen Herumjet-Pharisäer, in meine Gebete inkludieren. Was mich erwartet in Sunny South Africa? Mehrmals pro Tag Stromausfälle von 2 bis 3 Stunden, sogenannte Load Sheddings. Passt schon, wir haben auch eine gigantische Wasserkrise überstanden. Bloß und etwas irritierend, wenn man selbst Strom einspeist in Südafrika, wird man von den Behörden gebüßt. So investiert aber auch gar niemand mehr in Südafrika. Arbeitsplätze fallen weg. Das trifft die Ärmsten mehr als bei uns die Importzölle. Steuern natürlich die Bevölkerung. Ja, Black Lives Matter, Black Empowerment auch, aber eben auch White Investment. Sie mögen recht haben, dass es zu viele Bauern in der Schweiz gibt, aber vertreiben Sie mal einen von seinem teilweise über Generationen gewachsenen Hof. Was für Wurzeln müssten Sie da ausreißen? Sie möchten doch auch nicht von Ihrem Hotel gejagt werden, oder? Also inkludieren wir doch Bauern und Hoteliers in unser Menschenbild. Ich brauche jedenfalls beide. Es hat Spaß gemacht, Herr Bodenmann, mit Ihnen zu debattieren. Bleiben Sie aufrecht und standfest. Es braucht solche Leute wie Sie, alter weißer Mann, der ich auch einer bin. Man sieht sich gerne auch mal in Ihrem Hotel. Freundliche Grüße nun von einem Neolandei, das nicht mehr in Basel, sondern in Engelberg, Kanton Obwalden, wohnt. Eine Bauern- und Tourismusregion, ganz wie das ihrige Wallis. Freundliche Grüße, Marco Kaimi. Das soll's schon gewesen sein für heute. Guckt auch immer mal wieder auf unseren Rumble-Kanal und man sieht sich bald. Mein Name, Marco Kaimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben möchten und die, die es noch werden möchten. In diesem Sinne, Amandla Avetu, liebe Grüße ins Wallis, nach Brieg ins Hotel von Herrn Bodenmann. Und bis bald. Salut zusammen.